Hallo und herzlich willkommen in meinem Ideenreich. Ich bin Jasmin und diese Woche habe ich Joyful Life für euch mit drei süßen Figuren. Schaut mal auf meinem Blog, da habe ich eine Keksfigur, eine Karte und gute Besserungswünsche. Ich finde ja das Schweinchen absolut süß für gute Besserung. Mit dem Schal und dem heißen Getränk, ob das jetzt Tee ist oder Kaffee, kann man sich ja selbst denken. Und ich habe hier eine Schachtel. Da geht ordentlich was rein. Die ist richtig dick. Und ich hatte also ein Teelicht geht rein. Ich habe eine kleine Handcreme, eine schöne Tempopackung und ein Kaffee to go sozusagen. Genau, und eine Schokolade, nicht zu vergessen. Und ich finde, das ist so ein süßes Geschenk, wenn jemand erkältet ist oder ein bisschen kränkelt. Und als Aufmunterung, ja, kann man ordentlich was reinpacken. Benutzt habe ich mit Joyful Life zusammen das Designerpapier Herbstwiese. Das ist also ein unglaublich schönes Papier. Ich bin hin und weg. Tolle Farben, obwohl ich manche Farbkombis wieder nicht miteinander benutzt hätte. Das ist das Tolle an diesen Designerpapieren. Also da habe ich schon echt ordentlich viel gemacht. Könnt ihr gerne mal auf dem Blog schauen. Diese Box ist in Celadon und Abendblau und ich werde jetzt die Sache umkehren und werde den Hauptaugenmerk auf Abendblau lenken. Ihr braucht dafür erstmal einen A4-Bogen und das Schneide- und Falzbrett. Den A4-Bogen kürzt ihr euch, der ist ja 29,7, den kürzt ihr euch auf 29. Und dann war es das auch schon. Die 21 an der kurzen Seite, die brauchen wir. Und dann falzen wir die lange Seite bei 4 bei 12,5 bei 16,5 und bei 25. Und dann kommt noch die kurze Seite dran. Die falzen wir auch bei 4 und dann könnt ihr entweder das Ganze rumdrehen und nochmal bei 4 auf der Seite falzen oder ihr falzt hier bei 17. Dann alle Linien durchfalzen. Sozusagen die Klebelaschen einschneiden, das heißt immer diese kleinen Quadrate, die werden zunächst erstmal gerade durchgeschnitten und ihr wisst ja, Klebelaschen immer schief, dann steht euch am Ende auch nichts über. Es gibt eine Art Pizzabox, nur nicht ganz so flach.
Und dann müsst ihr euch entscheiden, wo der Deckel sein soll und wo sozusagen der Boden sein soll. Und ich weiß, wir haben keine Handstanze mehr. Trotzdem finde ich die nach wie vor ideal für dieses Eingriffsloch zu stanzen. Es gibt aber auch, ja, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, haben wir die Eistüte noch? Die ginge auch, die hat auch diese Rundung drin oder ein Etikett. Also ich denke, ihr werdet etwas finden, was sich dafür eignet. Und hier mache ich immer den Fehler, dass ich jetzt das hier anklebe. Aber nein, der Boden extra ankleben. Ich weiß auch nicht, warum ich das immer falsch mache. Man könnte auch jetzt danach erst die Aussparung stanzen. Und wie gesagt, diese zwei Laschen, die müssen an den Boden der Box, also so rein. So, und fertig ist das Grundgerüst. Und geschlossen. So, jetzt brauchen wir das Designerpapier für die Deko obendrauf. Dafür nehme ich mir wieder das Schneide- und Falzbrett und ich habe mir jetzt diese drei Töne rausgesucht. Diesmal zweimal blau und einmal Celadon. Hier war es ja umgekehrt. Und ja, ich denke, das nehmen wir für den kompletten Deckel und das hat die Maße 12,5 mal 8 cm. Dann brauchen wir noch diesen Streifen. So, diesen Streifen hier. Dafür nehme ich mir das andere Blau und da brauche ich 13 mal 3. Und dann habe ich ja hier noch so ein Quadrat ist es nicht ganz, also es ist 5 mal 6, aber da kommt der das Schweinchen oben drauf, also 5 mal 6. Und hier habe ich ja ich glaube Granit genommen, oder ja, Granit ist das. Und hier nehme ich jetzt Savanne. Und da brauche ich einen Streifen 10,5. Okay, das habe ich hier nicht. Also 10,5 mal 3. So. Zum Schluss noch das Schweinchen. Hier nehme ich mir ein schwarzes Stempelkissen, in dem Fall Memento und Joyful Life. Und hier fand ich einfach das Designerpapier so schön, dass ich es nicht ausmalen wollte. Ich finde einfach dieses Design mit dem schwarz-weißen Motiv
In dem Fall einfach schöner. Es gibt natürlich auch, ihr könnt nur einen Teil anmalen, wie jetzt zum Beispiel nur den Schal. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass der vielleicht Abendblau oder Celadon die Farben in Streifen bekommt, dass es wieder dazu passt. Wie gesagt, ich fand es auch mal ganz schön, nicht zu kolorieren. Ich mag das ganz gerne, das Kolorieren. Also daran hat es nicht gelegen, aber es gibt ja auch welche von euch, die sagen, oh, ausmalen ist ja noch nie meine Stärke gewesen. So. Jetzt geht's ans Zusammenbauen. Ach nee, wir stempeln gleich, weil auf der Box würde ich jetzt nicht stempeln. Werd schnell wieder gesund. Das ist in am besten zusammen in diesem Stempelset drin. Ich muss es jetzt nur noch finden. So. Und auch hier schlicht und einfach schwarz. In die untere rechte Ecke. Aber jetzt. Zuerst das Größere. Das sind also die 12,5 x 8. Mittig platzieren. Da bleibt also noch ein bisschen ran für euch, dass auch das Abendblau unten von der Box noch ein bisschen rausguckt. Dann der Streifen, der ist genauso breit wie die Box. Der kommt jetzt in die untere Hälfte, aber nichts, also schon noch ein bisschen Platz lassen, weil auch das hier nachher überlappt. Ich würde sagen, so ein bisschen mehr als ein Zentimeter vielleicht unten Platz lassen. So, dann kommt Savanne. Und das soll hier oben ein bisschen über das Designerpapier rausgucken und mittig platziert sein. Und hier nochmal Celadon. Da schaue ich jetzt, dass es ungefähr die Mitte zwischen dem Ende und hier dem Werd schnell gesund. Ihr könnt das Muster auch gerne als Kartensketch nehmen. Und noch eine passende Karte für reinmachen. Hier nehme ich Dimensionals. Und platziere mir das zwischendrin rein. Und schon sind wir fertig. Das geht ganz schnell, ganz fix. Und wenn man denkt, jemand möchte ich eine Freude machen, ich brauche noch schnell was. Das hier ist echt schnell zusammengebastelt. Hier habe ich übrigens, wie gesagt, den Kartensketch. Würde jetzt zu beiden Karten sogar passen. Wenn ihr die Maße für die Box, dann nehmt ihr... Moment, die habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Also das ist eine normale A6-Karte. Aber für die Box würde ich 16 cm mal 12,5 nehmen und 16 dann eben die Hälfte falzen, sind 8 und dann könnt ihr genau dieselben Maße benutzen und sie auch so dekorieren. Ich hoffe, euch gefällt die Idee und ihr abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Darüber würde ich mich freuen, auch über jeden Kommentar und über einen Daumen hoch. Weitere Ideen auch zu diesem Set findet ihr auf www.jasminsideenreich.de. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
mit einem neuen Projekt. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.